Hallo und herzlich willkommen zu den nächsten Lazy Nails. Wir bleiben ein bisschen weihnachtlich und malen ein Geschenk plus Schleife. Wenn ihr es genauso nachmachen möchtet, dann braucht ihr goldenes Gel. In diesem Fall habe ich das Painting Gel, einen schönen Rotton, ein bisschen Weiß und schwarzes Painting Gel. Ich habe den Nagel erstmal mit der Farbe Sandstorm grundiert und anschließend matt versiegelt. Und auf dem matt versiegelten malen wir jetzt unser Geschenk. Das Ganze fängt relativ einfach an. Wir beginnen mit der Hälfte eines Quadrats oder Rechtecks. Das könnt ihr euch eigentlich aussuchen, das ist ganz egal, ich glaube. Wir machen jetzt mal ein Quadrat. Das könnt ihr natürlich auch mitten auf den Nagel machen oder ebenso wie ich hier auf die untere Hälfte. Das bleibt euch komplett allein überlassen. Und das Quadrat wird jetzt erstmal ausgemalt. So, wenn das ausgehärtet ist, braucht das Geschenk noch einen Deckel. Da könnt ihr ruhig dort ansetzen, wo ihr schon gemalt habt. Das lässt das Ganze nämlich so ein bisschen hoch stehen und noch so ein bisschen plastischer wirken. Darum mache ich den Strich hier oberhalb auch ein bisschen dicker. So, alles ist ausgehärtet und ich habe jetzt erstmal die Schwitzschicht entfernt. Und jetzt brauchen wir unser rotes Farbgel. Und das Erste, was wir machen, ist, wir machen erstmal nur das Geschenkband. Dafür müsst ihr einfach einen etwas breiteren Strich über das gesamte Geschenk malen. So gefällt mir das erstmal ganz gut. Jetzt machen wir gleich in einem Rutsch weiter mit dem Mittelpunkt der Schleife. Dadurch setzt ihr dafür, wenn ich nicht dadurch, setzt ihr hier oben so einen etwas eckigen Punkt, der oben ein wenig breiter ist als unten. So, wenn euch das jetzt so gefällt, dann lasst das ganz kurz anhärten. So, jetzt machen wir unsere Schleifenbögen. Dafür setzen wir hier mittig an, neben unserem Punkt und machen einen schönen Bogen nach oben. Dann geht es nach unten, ein bisschen abgerundet und dann gerade weg von dem Geschenk. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Ich versuche das jetzt mal aus dieser Perspektive. Nach oben. So, ich drehe den Tipp jetzt. Und abgerundet. Und dann gerade über das Geschenk legen. So, diese Bögen, die malt ihr jetzt erstmal aus. Und dann lasst ihr die Schleife komplett zu Ende aushärten. Jetzt fehlt lediglich noch die Umrandung. Das machen wir mit schwarzem Painting Gel und mit der Pinselspitze. Ich empfehle euch vorher, die Schwitzschicht zu entfernen von dem roten Gel. Dann verläuft euer Painting Gel nämlich nicht so. Oder euer Farbgel, je nachdem, womit ihr malt. So, ich kümmere mich als Erstes um das Schleifenband. So, und jetzt kommt noch das, was die Schleife zur richtigen Schleife macht. Das ist die Schlaufe. Ihr setzt hier an, zeichnet schmal und werdet nach außen hin immer breiter und zieht hier oben die Schlaufe wieder zusammen. Also von schmal zu breit
und die Schlaufe wieder schließen. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil für die Geschenkschleife. Und zwar müssen wir jetzt den Teil etwas dunkler machen, der sich im Inneren befindet, also die Schlaufe an sich. Das könnt ihr jetzt entweder mit einem dunkleren Rot machen oder ich mache das jetzt so, dass ich mir ganz, ganz dünn schwarzes Gel auf den Pinsel mache und das dann einfach hier ausmale. Und fertig ist euer Geschenk mit Schleife. Jetzt könnt ihr natürlich dann noch die Pünktchen setzen, das muss man natürlich nicht. Und wenn ihr das alles ausgehärtet habt, dann versiegelt ihr das Ganze nochmal. Ich habe das Geschenk separat versiegelt, damit mein Hintergrund matt bleibt. Und dann seid ihr auch schon fertig. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich freue mich auf die nächsten Lazy Nails. Habt alle noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.